Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, um den Kommentar von Tante Mimi zu bearbeiten. Da war das Problem, dass Tante Mimi geschrieben hatte, die Kutsche mit der Nummer 40 habe ich letztes Mal verbaselt, hatte da Wegpunkte reingesetzt und da sind was schief gelaufen und da muss ich reingucken. Dann hatte sie noch einen Vorschlag gemacht, dass man auch hintenrum irgendwo vielleicht Königsbrunnen mit zwei Brücken oder wer es auch immer war, verbindet. Das gucken wir uns auch noch an, ne? Und das Lippensynchron will ich hoffen, dass ich das jetzt wieder im Griff habe. So, jetzt schauen wir mal, WASD ist gefragt und na, das ist falsch, nicht WASD ist gefragt, sondern Dingens ist gefragt. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die Listen haben. Ne, das sind Linien, das ist schon mal ganz falsch. Listenverwaltung und dann brauchen wir Fahrzeuge, Fahrzeugliste. Jetzt schauen wir mal nach 40. Das ist die Kutsche. Die haben wir jetzt falsch gemacht, weil der Fahrplan jetzt nicht passt. Und das war eigener Fahrplan nicht, sondern Regionalbus Zweibrücken Kirche muss es sein. So, das müsste jetzt schon passen. Dann kann das wieder zu und wir gehen jetzt mal gerade dahin. Nee, ich will schon wieder nach WASD, das ist nicht richtig. Ach so, wir sind da oben bei Erlangen gelandet. Das heißt, gehen mal hier auf die Karte und dann schauen wir mal hier so vorbei. Also das ist Bad Zwischenahn ist es nach Königsbrunn. Das ist die Idee von Tante Mimi und es macht vielleicht auch Sinn, dort hin und her zu verkehren mit einem Zug. Dann brauchen die nicht da oben rumfahren. Ist auch gar nicht so weit auseinander. Ich dachte, das wäre viel weiter. Ist es gar nicht. Aber die, ja, die Kutsche haben wir eigentlich behoben, aber ich will sie trotzdem gerade nochmal anschauen. Die fährt ja hier irgendwo rum. Die müsste ja eigentlich schon wieder auf dem Rückweg sein, ne? Na, gut geklappt hier. Das ist sie nicht, das ist die zweite auf der Linie. Und die erste auf der Linie ist dann das, ne? Jo, die fährt da auch mit voller Last hin, das ist schon mal gut. Und die andere, da waren auch noch drei, ne? Also sieht so aus, als ob hier tatsächlich Leute stehen, ab und zu mal. Gut, das erste haben wir, das ist die Kutsche. Das zweite war jetzt die Linie. Lippensynchron muss ich nachher gucken, dass ich das dann bearbeite. So, und dann gehen wir hier hin, dann kann man dieses Fenster schließen, machen den Zug auf, machen hier die Linie weiter einfach. Und müssten dann einfach mal schauen, dass wir hier so lang kommen, ne? Ja, ich fahre erstmal bis hierhin, glaube ich, vor. Und dann gucken wir mal, wann können wir Königsbrunn sehen. Ja, es dauert noch. Königsbrunn wäre auf dieser Ebene. Ah, das heißt, wir müssen hier einmal nur rüber und fahren dann hier lang. Das passt doch, oder? Dann würde ich jetzt mal hier abzweigen und hier lang fahren wollen. Glaube, da ist passend, oder? Ja. Gerade an dem See vorbei. Hier fahren wir noch hoch gerade. Und dann fahren wir hier so rüber, oder? So, Strecke steht, Zug fehlt. Ja, können wir jetzt die Linie von Lübeck, Gütersloh, Bad Zwischenahn, meinte Tante Mimi, könnte man ja verlängern. Ja, müssen wir mal gerade rausholen, aber weiter geht's gar nicht, okay. Ja, das wäre dann noch ein halb mehr. Aber. Ja, das ist schon ein ganz schön langes Stück hier, aber ich glaube, ich will es tatsächlich so machen, ne? Da sind ja auch mehrere drauf. So, jetzt können wir das hier erstmal schließen. Gehen hier gerade auf den Zug, um an die Linie zu kommen. Und ändern da den Fahrplan. Bad Zwischenahn, Gütersloh, Lüneburg, Gütersloh Rathaus. Dann starten wir hier nochmal Bad Zwischenahn rein. Und fahren dann nach Königsbrunn. Von Königsbrunn wieder nach Bad Zwischenahn, dann passt's. Das ist soweit gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir natürlich noch ein bisschen was da bauen. Zum Beispiel ausweichen. Tendenziell würde ich jetzt hier eine machen wollen. Und
hier vielleicht noch eine machen wollen. Dann passt das schon erstmal. Ja. Dann brauchen wir ein paar Signale. So ist richtig. Da ist auch richtig. Und ja, was mir gerade einfällt, wir machen das definitiv dann so, dass wir hier noch kurz vorher, oder machen wir gleich einen zweiten Bahnsteig, nee, oder? Ja, wäre möglich, ne? Nee, machen wir nicht. Machen wir das nochmal zu. Wir fahren hier gleich nochmal so raus. Machen da noch mal direkt vorne Weiche, dann können die bis dahin vorfahren. Warte, das machen wir auch noch da hinten. Hier machen wir das gleiche auch noch mal. Dann noch mal die Signale. Ne, das war einer zu viel. Jetzt passt's da. Und hier das gleiche auch noch mal mit den Signalen. So sieht das gut aus, oder? So, jetzt brauchen die nur kommen und da lang fahren, oder? So, jetzt müssten hier welche stehen für Königsbrunn. Aber die können ja auch so oder so stehen, ne? Aber die wollen alle über Gütersloh hier, aber keiner ist für Königsbrunn dabei. Das ist das nächste. Jetzt könnte man bei Königsbrunn noch gucken, ob da wer steht für Bad Zwischenahn zum Beispiel. Zwei Brücken, Bad Mergentheim, Köln. Geht aber alles über Gütersloh, wenn ja. Aber warte mal, wenn das über Gütersloh geht, könnte das auch jetzt schon da lang sein. Kann aber. Nee, da lang nicht. Nee. Jetzt ist Achim Rathaus über Gütersloh. Das heißt, die fahren jetzt alle hier lang. Bad Mergentheim auch über Gütersloh, auch hier lang, weil sonst würden die da nicht lang kommen. Zwei Brücken Rathaus über Gütersloh wäre. Ja, das ist sowieso klar. Ja. Königsbrunn-Krugstraße. Das ist innerorts. Ja, und hier unten sind noch zwei, die direkt mit dem Zug da hochfahren. Genauso wie hier oben. Okay, dann ist das erstmal geklärt, oder? Funktioniert hoffentlich auch. Und ja, da müssen wir natürlich noch schauen, dass die Züge, die hier fahren, aber ich glaube, das waren nur zwei, ne? Dass die Auslastung da noch passt, ne? Lass uns mal schauen. Da oben ist noch einer. 2 von 62, ja, der hat schon nicht mehr so viele. Aber das muss jetzt noch nicht einen Zusammenhang haben. Und hier steht keiner. Das sind nur zwei Züge, die da lang fahren. Dann passt das erstmal. Haben wir das. Gut, würde ich sagen, sind wir damit erst durch. Die Sachen, die Tante Mimi angesprochen hat, haben wir soweit erledigt, wie es ging. Hier haben wir keine Häuschen. Ich gehe mal gerade auf Tour, um zu schauen, ob irgendwo ein Häuschen gebaut ist. Köln war, glaube ich, hier, na, knapp daneben. Auch kein Häuschen. Hier war Neubrandenburg, auch kein Häuschen. Gütersloh, kein, also nicht außerhalb der regulären Haltestellen, das meine ich damit. Vielleicht gewächst und gedeiht die Stadt jetzt hier auch besser. Lüneburg, auch nicht. Jetzt war hier unten noch zwei Brücken, auch noch alles abgedeckt. Jetzt sind wir hier unten bei Bayreuth. Abgedeckt. Willig. Abgedeckt. Ich glaube, hier ist Bünde. Das ist noch abgedeckt, oder? Wo ist denn hier die Haltestelle? Ach, da. Ja, da ist abgedeckt, will ich. Haben wir hier noch Ettlingen? Oder Ettingen? Ne, Ettlingen, war schon richtig. Abgedeckt. Hier hatten wir Willensdorf. Abgedeckt. Neubrandenburg hatten wir. Achim muss hier liegen. Ist abgedeckt. Bad Mergentheim liegt hier. Ist abgedeckt. Friedrichsdorf liegt hier. Ist abgedeckt. Hier war nichts. Da oben war Schwandorf das nächste. Haben wir auch soweit gut.
Hier oben ist Lippstadt. Da tut sich nicht so viel. Der Zug wartet da auch. Hier ist Erlangen. Ist auch nichts. Und da haben wir Benennen. Da ist auch nichts. Ich glaube, dann sind wir durch, ne? Da war die Burg. Das haben wir geguckt. Hier haben wir geguckt. Jetzt haben wir hier den ersten Ringverkehr, ne? Nichts mehr Stern, sondern Ring jetzt auch. Gut. Geld wird weniger, also die Minuszahl wird geringer, das heißt, das ist gut. Wir hatten, glaube ich, Start des Singens 330.000, jetzt haben wir 300.000, das heißt, wir nehmen auch Geld ein. Das passt dann soweit. Was ist das hier für ein weißer Punkt? Okay, da treffen sich gerade zwei Schiffe. Und die sind voll beladen, das ist auch gut. Ja, da können wir vielleicht mal, wenn die voll beladen sind, die Linien angucken, ne? Ob die alle voll beladen sind. Fahrzeugliste. Ja, da fahren auch leere lang, also passt das schon. Und wie sieht das hier aus? Da ist noch ein weißer Punkt. Und da ist es so, dass da auch leere fahren, aber auch volle, das passt. Hier hat man so einen großen Schwarm von Schiffen, ne? Da weiß ich gar nicht, ob das sich ausgeht oder nicht. Also erst die Linie. Und ja, da ist auch ein leeres bei und der Rest ist voll. Alle fahren nach Willensdorf, einer fährt nach Schwandorf. Okay. Ja, da können wir ja gerade mal beim Hafen hier nachgucken, wie es da aussieht. 57. Ettlingen, Willensdorf, Willensdorf. Ettlingen ist einer runter, der Rest ist dann hoch, oder? Nee, die zu Burg, das ist sogar interner Verkehr, oder? Oder lass mich überleben. Ettlingen ist auf jeden Fall woanders hin. Aber Willensdorf ist ja hier die Burg und Rathaus da lang. Dann ist hier zu wenig mit Kutsche. Da fehlt es an Kutschen. Oder der Zug ist es, nicht die Kutsche. Okay, die Kutsche steht jetzt hier und wird. Aha, wir haben da irgendwie eine Zeiteinteilung drin, ne? Auf der Linie. Ist vielleicht nicht ganz so prickelnd dann, ne? Wenn die da noch alle am Hafen stehen, dann passiert ja nichts. Warte, dann ist es auch so, dass wahrscheinlich. Den hatten wir ja schon irgendwo offen gerade. 90 Passagiere stehen hier an der Bushaltestelle. Die kommen dann auch nicht zum Hafen. Das ist also schlecht hier, was hier gerade passiert. Das kann zu, das ist der Fahrplan und der Fahrplan hat hier irgendwo eine Zeit drin. Und die ist schlecht. Abfahrten pro Monat ist wohl wenig, zu wenig. Haben wir mal 4 Abfahrten pro Monat. Er fährt jetzt aber natürlich in die falsche Richtung, aber ist jetzt erstmal egal. Hier haben wir jetzt 57 Passagiere stehen und davon wird keiner weggehen, aber die Schiffe bringen jetzt welche, ne? Machen wir schneller gerade. Naja, super. 137. Davon sind 6, die nach da unten müssen. Hier sehe ich natürlich kein Schiff langfahren wahrscheinlich. Ja, hier ist ja. Das muss ja von hier unten kommen. Ist da überhaupt eins drauf? Ja, hier ist es. 6 Passagiere nach Willensdorf. Ist da nur einer auf der Linie? Ne, zwei. Okay, das würde ja auch zur Zeit sagen, ausreichend sein. Wo war das jetzt? Hier, okay. Okay, er ist schon wieder auf dem Rückweg. Und hat reichlich geladen, weil wir doch da mit dieser. Ach, hier stehen noch 29. Das war wohl nicht so der Hit mit der Pause da von einmal im Monat nur fahren. Da haben wir was falsch gemacht. Der ist auf jeden Fall voll und der wird auch voll bleiben, gehe ich von aus. Lass mal gerade da vorbeifahren. Macht er auch und ist weiterhin voll. Und da wird er auch voll sein, weil da stehen ja auch genug. So, wie viel stehen jetzt hier am Hafen? 137, weil alle wollen ja auch noch weg jetzt, die er hier gebracht hat gerade, ne? Das war jetzt nicht so prickelnd. So, hier steht er ja wieder, ne, oder? Ist die Frage, ob er voll ist und dann doch fährt. Nö, ist er nicht.
Also das macht keinen Unterschied. Jetzt erwartet halt die Zeit ab, ne? Wie lange wartet der denn da? Ja, für meine Verhältnisse schon zu lange. Nochmal 8 Fahrten im Monat. Mal gucken, wie das wird. Jetzt müsste er eigentlich. Naja, fährt er noch nicht los. Wann fährt er denn los? Gar nicht? Doch, jetzt fährt er. Und da unten kommt schon wieder mal ein Schiff an. 15 von 16 hat er es geladen. Okay, Gewinn gerade so minus. Aber warte mal, lass mal gucken. Wie viel fährt er denn weg? Mit 12, das ist ja schon mal was. Vielleicht klappt es dann auch mit den Pluszahlen später, wenn er so oft voll ist. Fahren wir mal mit dem gerade mit. Ich glaube, der kommt jetzt von. Ne, er kommt nicht voll von der Burg, aber naja. Da ist er auf jeden Fall voll. Und da ist er auch noch mal voll. Und da steht er jetzt wieder. 54 wollen noch zur Burg. Jetzt fährt er weiter. Jetzt sehe ich hier gerade die Zahl von 660. War das vor dem Bahnbau oder nach dem Bahnbau? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wenn das vor dem Bahn, aber okay, wir haben wahrscheinlich den 1. Januar gehabt. Alles klar. Da müssen wir mit leben dann. Aber wir können ja mal gerade hier die Finanzen reinschauen, ne? Die Marge liegt jetzt bei 300. Lass uns die Monatsübersicht wählen, aber die ist immer trotzdem schlecht. Aber die war auch hier wieder drüber. Es ist alles drüber hier, die letzten Monate. Dann geht's. Lass mal gerade ein bisschen schneller fahren, dass die Marge hochgeht. Die negative wird dann besser. Dann kann man vielleicht auch die Geschichten besser sehen. Jetzt steht der Zug da am Bahnhof gerade. Jetzt fährt er weiter. Ich glaube, diese Haltezeit, die ist schon okay erstmal. Hier hatten wir ja mal eine ordentliche Marge schon, ne? 79. Hier gab es ein Minus und da gab es aber auch ein großes Minus mit 76, okay. 4 Monate Konto überzogen, das ist jetzt nicht schlimm. Gut. Also das wird auch wieder aufs Plus kommen, da brauchen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Das läuft erstmal. Hier machen wir gerade wieder aus. Er hat jetzt zurzeit nur 5 Passagiere drinnen. Okay, ja, lass mal gerade noch mal schneller laufen, kurz. Um zu gucken. Ja, er ist wieder da schon voll. Kommt noch mit reichlich an. Wie viel stehen denn da noch? Stehen immer noch genug. Aber die wollen wahrscheinlich auch weg, ne, nach Königsbrunn und so. Wilnsdorf, Burg noch 15. Bei der nächsten Tour wird er wahrscheinlich leer sein. Ja. Vielleicht sollten wir die Linie nochmal aufmachen hier. Wilnsdorf, ja, die Linie aufmachen. Nochmal auf den Fahrplan gehen. Und hier doch nur auf 6 gehen. Ich glaube, das reicht. Dann steht er ein bisschen länger da, aber das passt schon. Weil hier stehen ja doch nicht so viele. Hier stehen jetzt 2. Er fährt dann doch zu häufig vielleicht. Aber wie wir sehen, haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hier noch einen Busverkehr zu machen, der da noch ein Häuschen abdeckt. Alles klar, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von Anke nennen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.